Hallo, liebe Baustellfreunde. Willkommen bei Karlchen Klemmt. Haha, neuer Name. Warum nenne ich mich jetzt Karlchen Klemmt? Was ist in mich gefahren? Ich heiße doch gar nicht Karlchen. Ich bin Lukas. Da ist Karlchen. Ein Plüschwaran. Mein Maskottchen seit spielend 8 Jahren. Und warum jetzt Karlchen klemmt? Warum Karlchen klemmt? Ganz einfach. Occuations oder OC Questions oder Orderly Creative Questions ist, kann ich keinen vermerken. Es ist sperrig. Es ist umständlich. Es ist Englisch. Ich rede Deutsch. Es ist englischer Name. Ist doch Schwachsinn. Ist doch dumm. Warum mache ich das denn bitte? Ich merke es doch schon auf meinem Blog, dass sich internationale Gäste verirren und dann merken, what the fuck? He doesn't speak English? What? Und dann wieder gehen. Das ist genauso wie hier. Es ist ein orderly creative question. Das ist so, das ist quasi dann der Firmenbegriff oben und dann ist Karlchen klemmt. So für YouTube. Das ist für YouTube. Und für Twitch dann. Und was irgendwann mal kommt, ich verspreche es euch, aber dafür brauche ich ein anderes Studio. Nicht, weil ich, das funktioniert mit der Technik hier nicht. Das ist immer dann ein halbes Jahrhundert aufbauen und, ne. Oh ja. Warum Karlchen klemmt? Zurück dazu. Karl, alias Karlchen, ist ein Waran. Ein Waffer. Und ich guck mal, ob es funktioniert. Ich hab das schon mal aufgenommen und es war so grauenvoll überbelichtet. Man hat nichts gesehen. Ich probiere es doch mal. Ich habe hier ein paar Bilder vorbereitet. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn nicht, ich guck's mir dann in der. Ich guck's mir dann nochmal an. Und wenn man es nicht erkennen kann, dann haue ich in die Videobeschreibung einen Link zu einem Album mit den Wavas. Weil, was sind die Wavas? Die Wavas sind Warane, also basierend auf Wava aus Urmel aus dem Eis. Ein Waran und die zeichne ich seit 20 Jahren. Das sind so Cartoon-Warane. Die zeichne ich in verschiedensten Varianten seit Ewigkeiten und die machen Spaß. Und die basieren auf Plüschwaranen wie Karl. Und was mache ich damit? Zum Beispiel sowas. Insider werden jetzt sofort checken, was das darstellen soll. Ja. Ist doch schön, oder? Was sagst du, Ackerbus? Du guckst aber bestimmt zu. Oder das ist ein Wava. Dieser Thumbs Up Wava. Oder für meinen Blog. Das ist die Nerd Gang. Guck, ob man es erkennen kann. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und dann auf dem Block die Band. Die große Band. Ich glaube, ich brauche das gar nicht mit dem Verlinken, aber. Und das ist eine Probezeichnung, die ist relativ schwach gezeichnet in HB, aber auch nochmal. Das heißt, mistiges Papier, so Druckerpapier. Ich hau das euch doch alles nochmal in die Videobeschreibung. Dann mache ich einen Ordner für an auf Google Fotos oder Google Drive oder sonst wo. Und dann könnt ihr mal da reinluschern. Egal, das sind die Wavas. Und Karlchen ist ein Wava und Wavas machen coole Sachen. Karlchen macht auch coole Sachen. Und Karlchen und ich, wir klemmen halt Sachen. Und deshalb Karlchen klemmt. Deshalb heißt es gleich nett. Und ich habe euch was. Jetzt kommen wir zum Set. Achtung, Trommelwirbel. Also wirklich. Trommelwirbel, so super asynchron. Es kommt ein grandioses Set, was jetzt alle von euch vertreiben wird. Oh mein Gott, du kannst uns doch nicht Friends vorsetzen. Was um Himmels Willen ist in dich geraten, du Wahnsinniger. Ich glaube, das werden jetzt 90% von euch denken.
Komm, es ist 30-Euro-Set. Das haben wir schnell abgefrühstückt. Dann seht ihr das nie wieder. Ihr seht das nächste Mal Friends erstmal bei dem da, beim Froschhausbaumhaus. Aber bis dahin seht ihr das nicht mehr. Wir machen das schnell. Wir machen das schnell und schmerzlos. Ihr kennt mich. Ich kann nicht kurz fassen. Und ja. Das Set ist jetzt von der Gärtnerei, aber es nennt sich das Baumpflanzungsfahrzeug. Und es hat 336 Teile, 30 Euro Listenpreis und kam dieses Jahr in der Frühlingswelle. Oder ja, doch in der Frühlingswelle raus. Und warum habe ich das gekauft? Oh mein Gott, du bist doch gar nicht Zielgruppe. Warum kaufst du Friends? Weil ich dachte mir, ich hab bis Mitte Juni, nein, Ju. Jetzt hat er zu viel Kaffee getrunken. Bis Mitte Mai habe ich immer Aufbauvideos gemacht, die keiner sich angucken wollte. Zu Recht wahrscheinlich, weil ich eine Stunde lang Schwachsinn geredet habe. Und ich dachte mir, das ist ein 30-Euro-Set, das hat 300 Teile, das kann man entspannt in der Stunde aufbauen. Das machen wir mal schnell. Und dazu reden wir, und zwar, wir reden dazu, ich habe nicht bei einem Landschaftsarchitekturbüro ein Praktikum zum Bauzeichnen gemacht. Das ist Landschaftsarchitektur und Bäume pflanzen ist nicht ganz dasselbe, aber sonst gab es dazu Lego nichts zu dem Thema. Und ein Architecture-Set wollte ich jetzt auch nicht machen, weil es ist auch nicht Landschaftsarchitektur, es ist Architektur. Also wollte ich mir das schnappen und ich habe im Praktikum, das ging 4 Wochen, habe ich mir jeden Tag mich hingesetzt und einfach nach dem Arbeitstag nochmal 5 Minuten, 10 Minuten was eingesprochen, was halt am Tag passiert ist. Und das wollte ich halt nochmal aufdröseln und mir zusammenfassen und ein Skript schreiben und dann den Podcast einsprechen. Und zwar Pod oder beziehungsweise dieses Video einsprechen. Dann habe ich gemerkt, Aufbauvideos, es sitzt sich kein Schwein dafür. Und da habe ich gedacht, ey, mach mal einen Podcast raus. Den habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Wahrscheinlich werde ich ihn erst im August machen. Keine Ahnung. Bin im Juli verreist. Bin im Urlaub. Und ja. Naja. Und deshalb habe ich das Set. Da hatte ich mal ein Stream geguckt vor ein paar Wochen. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt baust du mal das Set. Baust das mal auf und. Ja, wird schon gut gehen. Und ja, ich zeig's euch. Jetzt haben wir schon 5 Minuten über das Set geredet, ohne das Set zu zeigen. So, das ist der Truck. Das ist die Gärtnerei. So, also typische Friends Mini-Doll-Figuren. Ich zeig's euch mal. So. Länger ist mein Arm nicht. Das sind Olivia und Daniel in Gärtner-Outfit. Er mit Latzhose und so richtig Stiefeln und sie mit Latzkleid und Turnschuhen. Also perfektes Gärtner-Dress. Also ich habe selber einen kleinen Garten und gerade im Sommer, wenn du in der Ecke bist, wo die ganzen scheiß Mücken sind, du willst keine kurzen Hosen anziehen. So, Mücken kommen weg. Es ist übrigens, was ich erstaunlich finde, es ist unfassbar viel Kleingerubbel dabei. Ich habe noch nur, nie so viel Kleingerubbel gesehen bei einem 30-Euro-Set. Normalerweise ist sowas typisch bei 100-Euro-Sets. Aber anscheinend gab es ganz viele kleine Teile. Und man braucht ganz viele Ersatzteile. Because reasons. So, was machen wir zuerst? Hier, man hat eine grauenvoll lilane Schubkarre. Aber hey, es gibt eine Schubkarre. Die kann man wegwerfen. Dann gibt es hier. Was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Den. Ich muss sagen, bis auf die aus mir unerfindlichen Gründen pinken Rücklichter ist der erstaunlich wenig Friends-artig.
Das sieht aus wie ein großer Pickup-Truck. Kann man auch hier das Kläppchen öffnen, um den zu beladen. Das ist ein fetter Truck, so ein bisschen cartoonartig. So. Das ist halt bei alles bei Friends, so, das ist relativ. Ich will jetzt nicht sagen grobschlächtig, aber so eine Mischung aus Grobschlächtigkeit und weichgespült halt. Und er hat hier seinen Kran, wo er mit Abenteuer leben kann. Dann hat er hier ein Schäufelchen und hier ein Heu. Dings da. Keine Ahnung. Und er sieht sehr normal aus. Eigentlich könnte man den direkt in City Set stellen. Der hat hier ein Dach, das sitzt auf zwei Jumper Plates, festgehalten, aufgehalten von einer Plate Modified, wo die einfach so einen Vorsprung hat. Also diese Schienen Plate Modified Dinger. Da kann man das so rauflegen. Und er hat Platz für zwei Mini Dolls. Hier noch ein paar Sticker. Hier Sticker. Hier Sticker. Tree Love 2020. Oder 22 hat. Aber es ist kein dusseliges Lila verbaut, kein Pink bis auf die Rücklichter. Es ist entspannt. Und er hat hier so Jumperplates hinten. Und den Kran kann man wunderbar abheben. Er hat hier so Jumperplates hinten. Die gelben. Und da kann man, das sollen Bäume darstellen. Und die kann man hier rauspfropfen. Und hier raufstellen. Den habe ich schon demoliert. Da muss ich kurz reparieren. Dann hat man hier ein Vehikelchen. Das transportiert so zwei Bäumchen, die natürlich pinke und lilane Blüten haben müssen, weil es ist Friends. Und dann kann man hier das Dings hier rum klamüsern. Ich weiß, Sprache. Und dann hoch und dann den scheiß Kran abrupfen. Da kann man den. Das ist doch furchtbar. Kann man hier so einpflanzen und dann steht er da und Baumwurzel abgerissen. Egal, wir stopfen ihn wieder hier rein. Hat ja keinen Sinn. Und jedenfalls, man kann ohne Kran ist auch gut. Boah, es kann nie genug Kräne geben, oder? Es kann nie genug Kräne geben. So, das ist der Pickup. Also hier nochmal keine blöden Farben. Bis auf hinten. Und hier haben wir die Gärtnerei. Hier mit Biotonne und mit Aufwachsstationen und mit Efeu an der Wand und mit Schere und mit Bäumchen und mit Dach, was man öffnen kann. Also hier. Und dann mit Brunnen und mit Gießkännchen und mit Vieh und mit den Bäumchen. Da lernt man doch perfekt das Gärtnern, oder? Das Gärtnern bei mir ist meistens Trial and Error. Ich probiere was aus und wenn es nicht funktioniert, dann ja. So, wie haben wir? Okay, wir haben schon genug darüber geredet. Ich zeige es euch nochmal ans Bild. Da sind Figürchen. Ich mag die Figuren. Kreuzigt mich, aber ich mag die Figuren. Aber keine Sorge, also wir machen das. Es gibt einmal im Quartal gibt es ein Friends-Set. Mehr kann ich euch nicht zutrauen. Oder will ich euch nicht zumuten. Und ja, da ist die Box. Anleitung ist zweigeteilt. Es ist ein Sack voll Aufkleber dabei. Und ja.
Also dann, wenn es euch gefallen hat, vielleicht hat euch der erste Teil gefallen, wo ich euch den neuen Namen erklärt habe, Kati Klemmt. Oder vielleicht hat euch das gefallen, oder schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das ertragen würdet, wenn ich, keine Ahnung, einmal im Monat wie so ein Friends-Set irgendwie ins Bild ziehe. Oder einmal alle 2 Monate. Weil ich mag die Friends-Sets. Ich mag die total gerne. Das ist blöd zu sagen, als Mann über 10. Aber ich mag's. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch total super gut gefallen hat oder ich kaum erwarten kann, was denn als nächstes kommt, dann lasst doch ein Abo da und abonniert mit der Glocke. Dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten, für diejenigen, die einfach nur so reingeguckt haben, schön, dass ihr mal da wart. Für diejenigen, die jetzt gespannt sind, was es nächste Woche gibt, wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen, grandiosen, tollen Set. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.